Hallöchen, schönen guten Tag zurück bei Minecraft. Oh, da habe ich schon was gesehen. Herzlich willkommen. Hier ist was passiert. Ja, richtig, das muss man sagen. Ich befinde mich gerade unter Valkyries. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. Das ist mein wertes Domizil. Ja, wir haben, liebe Leute, wir haben Offstream ein bisschen weiter gebaut, um ein Element der Überraschung reinzubringen. Genau, und vor allen Dingen, um so grundlegende Sachen wie Nahrung, Unterkunft, schon fertig zu haben, denn das wir haben hier irgendwie in den letzten Folgen nicht das geschafft, was wir machen wollten. Und ja, damit da mal ein bisschen was passiert, haben wir hier noch zu viert weiter fleißig offstream gebaut. Und das werden wir euch jetzt erstmal zeigen. Also ihr seht schon, das ist Einräumungsmäßig ist nicht viel passiert, aber ihr werdet nachher staunen, wenn wir rauskommen. Also ich meine, hier mein Bett kennt ihr. Das wollte ich noch umsetzen. Der Raum hat sich mehrfach entwickelt. Das ist hier alles iteratives Design. Also zur Erklärung, das ist wirklich Valkyries, beziehungsweise Valkyries seine Butze. Genau. Seine Holzbutze, die Angst vor Blitzen hat. Und Creepern. Aber ich glaube, jede Butze hat Angst vor Creepern. Ja. Im Keller gibt's noch nicht viel zu sehen, das habt ihr eben auch beim Markus gesehen. Da ist noch nicht viel, das wird noch ausgebaut. Das werde ich vielleicht jetzt noch ausbauen, mal sehen. Schöne Beleuchtung mit diesen Nethersteinen. Nee, wie heißen die? Ich vergesse den Namen immer. Glowstone. Einfach nur Glowstone. Die haben es nicht mehr übersetzt. Das ist hier faul. Das wird hier seine 50 Shades of Grey Folterkammer. Ganz genau. Da kommt noch ein Zaun davor oder sowas. Ja. Dann haben wir hier den oberen Stock. Schön geräumig. Das könnte so ein Wohnzimmer werden. Ich will auch ein bisschen da. Wände habe ich freigelassen. Da kommen Bilder hin. Utz, 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 utz. Schallplattenspieler und so. Dann kommen wir hier wunderschön raus auf den Balkon. Oh, und da sieht man schon ein bisschen was. Da sieht man schon etwas in der Welt. Da ist was passiert. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Man kann hier bei mir, ich habe das so. Ne? Man kann hier einmal. Das finde ich richtig cool sogar an deinem Haus. Das gefällt das mir sehr gut. Das muss man aber auch können bei mir, weil, ne, Wartungssachen und dann kann man hier aufs Dach klettern. Man kann aber auch. Hier hat's einen Baum. Man kann aber auch rumgehen, da kann man auch aufs Dach. Aber ich. Man kann komm da erst komplett rumgehen. Ich habe da mehrere Optionen gebaut, wie ihr das so seht. Kann hier einmal von unten nochmal neben der Hecke hoch. Genau. Kann man hier nochmal hoch. Hier unter seinem Schlafsaal sozusagen hat er auch richtig cool gebaut. Das gefällt mir unglaublich gut. Also, das sind wirklich ganz tolle Ideen, die ich dir irgendwann bestimmt klauen werde. Darfst du gerne machen. Ich setze da kein Copyright drauf. Das werde ich auch. Und dann verlasse ich mal. Autsch. Verlasse ich das mal hier und dann könnt ihr mal so. Seht euch mal das Ding von vorne an. Ich zeige das Ganze mal mit. Das ist. Ich finde, das ist. Ich hätte es mir nachher nicht so vorstellen können, wie es jetzt gekommen ist. Ja, also das sieht jetzt mit dem Sonnenuntergang sieht es mächtig aus. Hat einen sehr schönen Flair von so einer kleinen, hübschen Waldhütte. Ja, so Waldhütte, vielleicht ein bisschen Wikinger drin, so ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es hat schon einen Stil, aber ich wüsste nichts richtig zu benennen. Ja, aber gefällt mir auf jeden Fall auch das gut. Hier. Da werde ich gleich noch mit weiterbauen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was die anderen gebaut haben, die heute leider nicht anwesend sind. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Genau, wir sind heute wieder zu zweit hier unterwegs. Das soll ja, nicht so bleiben, aber die anderen haben halt gerade einfach keine Zeit. Genau, außerdem haben wir noch so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, die wir machen wollen. So, hier kommen wir jetzt zu Nanaos. Schrein würde ich fast schon sagen, ist das. Moment mal. Ach. Das sind die Druckplatten auf dem Boden. Ja, ich denke mir gerade. Cool. Die hat Kadia auch. Also Nanao hat hier sich für so einen Wasserschrein, Naturschrein entschieden. Fast so ein bisschen nicht unbedingt druidisch, aber ja, so leicht angehaucht auf jeden schon, Fall. Ne? Doch. Also als er das hier gebaut hat, war ich mit online auch. Er ist, glaube ich, 5-6 Mal hintereinander gestorben, als er diese Steine hier aus dem Nether geholt hat. Also der war schon richtig frustriert nachher. Die Treppe ist sehr interessant. Das ist echt so eine ziemlich coole Wendel. Ja, das stimmt. Das vor allen Dingen klein gehalten, ohne Gelände einfach, ohne Schnörkel. Darauf gleich mal eine Ofenkartoffel. Ich kann nichts essen. Ich bin satt. Genau, hier hat er sein kleines Schlafzimmer gebaut. Moment, er hat diese Zaunstücke hat er aus Stein gebaut? Genau, du kannst diese, ich weiß nicht, ob er sie selber gebaut hat oder ob er sie dort vor Ort abgebaut hat, aber auf alle Fälle kannst du diese Netherziegel
Sachen so benutzen. Alles aus diesem roten Netherstein praktisch. Genau. Cool. Ja, so, du also hast es gesagt, ist der hat noch ein Schlafzimmer. Butze. Ja, genau. Das ist nice. So, das, also an der Stelle allein, wenn du so rauskommst, ja, ganz cooles Burggemäuer. Hm, genau. Echt cool. So, gehen wir mal hier wieder raus. Ganz wichtig, wir gehen jetzt mal... Die Wände sind auch Nethergestein, ne? Genau. Wir gehen jetzt mal auf der anderen Seite raus. Nick, komm mal nochmal zu mir. Hier? Das, du spiegelst dich gerade ganz toll im Wasser. Er hat hier noch, das fand ich ganz toll, so kleine What? Strandliegen gebaut. What? Das ist nice. Ja. Das ist richtig nice. Cool, das gefällt mir sehr. Ja. So, aber wir gehen mal weiter. Ich folge dir auf Schritt. Wir gehen mal zu Cardias Gebäude. Cardia hat ihr Gebäude, glaube ich, noch zweimal abgerissen. Also ja. Neu gebaut und abgerissen. Ich fange mal an, das von vorn zu zeigen, bevor ich... Ja, also ich finde den so. Stil jetzt schon sehr cool. Achtung, Achtung, Achtung. Wow. Okay, Moment. Scheiße. Da haben wir schon etwas kaputt gemacht. Oh nee. Oh nein. Das müssen wir nachher gleich reparieren. Das ist alles auf Band. Wir schneiden die Stelle raus. Ja, okay. Willkommen bei Tigger. Gut, das muss nachher noch repariert werden. Mach ich nachher. Gar kein Problem. Ich weiß nicht mehr, wie es vorher aussah. Kann ich da oben eine Karotte draufsetzen? Ich weiß noch, wie es aussah. Okay. Moment, du bist schon davor, genau. So, also hier hat sie... Spring da noch mehr rum. Ganz toll. Boah, ist das... Ach, da unten sind mehrere. Idee. Da müssen wir aufpassen. Das ist eine ganz tolle Idee mit den Banken. Das sieht sehr geil aus. Das sind eigentlich Treppen. Ich gehe die kurz töten hier, das ist mir zu gefährlich. Ich komme mit. Oh Gott, warte, ich bin gleich kaputt, sehe ich gerade. Moment. Lock sie vom Haus weg. Die sind schon ziemlich weit weg. Achtung, der explodiert gleich. Okay, einen haben wir getötet. Wo ist der nächste? Den habe ich. Also einer ist draufgegangen und einer ist explodiert noch. Oh. Alles gut. Das ist eine schlechte Nacht für irgendwelche ja. Schaugeschichten. Okay, also gehen wir nochmal hierher zurück. Jawohl. Hier hübsch, diese Bänke. Also das ist eine ganz tolle Idee. Also ich finde diese Laternen, die sind auch sehr cool. Ja. Das hat echt Style. Wobei allein diese Nether Glowstone-Dinger sehen schon sehr, sehr cool aus. Hm. Warte, ich fülle das auch gleich noch mit auf. Das geht ja recht schnell. Bappi-bupp. Ich denke, ich habe immer wieder das Gefühl, die Reichweite, in der ich die Blöcke setzen kann, die ändert sich hin und wieder oder so. So, ich habe keine Blöcke mehr. Ich habe noch ein paar. Ich war fleißig beim Einsammeln. Sehr gut. Ich glaube, das reicht schon so. Ja, genau. Ich glaube, so weit war es gar nicht. So. Ja, es soll so ein bisschen homogen aussehen. Weiß nicht. Ich glaube, sie hatte hier so eine glatte Kante. So, keine Ahnung. Der Rest. Wir haben eben ein ganzes Maß an Atmosphäre gewonnen. Ja. Nebel und Regen. Gut, gehen wir mal rein. Die hat sie ein bisschen was gemacht. Also das mit den Türen muss ich auch machen. Das ist cool. Ja. So ganz toll finde ich hier, dass ihr das... Ich bist immer in mir drin und ich bin in dir drin. Dass hier das Blattlaub mit in die... Das ist vom Baum noch drauf. Ins Haus der mit einge... Der Baum ist Teil des Hauses. Genau, okay. Das ist ziemlich geil. Tolle Idee. Ach, das ist cool. Hier, Kirby Power und ich bin Batman. Moment, das muss ich anders sagen. Ich bin Batman. Ich bin Batman. So. Hier hat sie meine Pflanzschalen übernommen. Ganz tolle Idee, finde ich. Einfach Falltüren an einen Erdhaufen setzen. Sowas will ich vielleicht auch mal um mein Haus basteln. Ja, das gefällt mir sehr gut. Die ganzen Rezepte, auch für diese, gerade für diese Triggerplatten hier. Ja. So, weil ich hatte hier schon so ein paar Pflanzkübel hingesetzt und das ist ganz hübsch. Was war das hier noch? Das ist mein Haus, aber das ist, das wird verschwinden. Ich habe da noch eine andere Idee. Mhm. Das ist mir viel zu langweilig. Ja, du hast da recht bald aufgehört, wie es schien. Genau. Okay. So, was noch passiert ist... Die Beete wurden erweitert, ne? Genau, die Beete. Die Tibete.
Wir haben die ein bisschen größer gemacht. Ja, hier sind gerade keine Melonen drin, sondern auch noch Kürbisse, weil wir noch keine Melonen gefunden haben. Karotten und Möhre. Töffel. Ganz viele Möhre. Genau. Und ich habe einen Brunnen gebaut, den kennst du, glaube ich, noch. Noch gar nicht. Ich habe einen Brunnen gebaut hier oben. Hattest du den schon gesehen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Was ist mit dem Bambus passiert? Oder nee, was ist das? Ja, das Bambus. Zuckerrohr? Ich habe hier einen Flusslauf gebaut. Ich habe hier so einen Zombie gefunden. Moment. Okay, jetzt. Okay. Ja. Und hier, der Fluss läuft sozusagen hier neben dem Bambus. Mit dem Bambus war ich mir noch nicht sicher, ob das gut aussieht. Ach, auf alle Fälle okay. Läuft das ja, hier unten das rein. Vielleicht kann man das noch ein bisschen ausschmücken. Ja, sicherlich. Aber es wirkt ganz cool, doch. Wir könnten da fast eine Allee draus machen aus Bambus bis da runter, oder nicht? Ich hatte keinen mehr, als ich das gebaut hatte, deswegen. Ich meine, man kann jetzt den jetzigen so ein bisschen jetzt kann man's weiterzüchten. Machen. Jetzt kann man es machen. Das wäre doch machbar. Als ich es gesetzt hatte hier, hatte ich dann keinen Bambus mehr am Start. Und das läuft jetzt halt hier unten in den Fluss, damit er auch einen Grund hat, da zu sein. Doch, das ist nice. Deine Katzen randalieren gerade wieder bei dir? Ja, die werden gerade ein bisschen aufgeregt. Ja. Da haben wir noch einen zusätzlichen Ausgang für unsere Netherkammer, wenn man das so will. Nee, das war letztes Mal schon. Das hatte ich letztes Mal schon gebaut. Ich habe es nur neu verkleidet. Hast du schon gebaut? Ich habe das Ganze hier nur neu verkleidet. Ach, okay. Und zwar aber das hier, kennt ihr ja alle noch. Genau, das ist das gleiche wie vorher. Das ist aber neu hier. Das genau. Lager kennen die nicht. Guck dir was mal an hier. Genau. Das ist ein richtig sickes Lager. Da ist alles beschriftet, wahrscheinlich auch nichts richtig drin. Na, da ist alles richtig drin. Da habe ich aber drauf aufgepasst, da. Hier unten Bruchstein, oben rötliche Steine. Zack. Warum ist oben noch Glas mit drin und blaue Glasscheibe? Weil das zu Sand gehört. Ja, auf alle Fälle, es hat alles ein bisschen Sinn und Verstand. Wolle, Werkzeuge, Waffen, hier unten. Guckste. Also das Lager ein bisschen aufgeräumt, hier auch alles schön ausgekleidet. Das waren Sachen, die wollte ich einfach noch fertig machen, aber im Let's Play wäre das unglaublich langweilig gewesen. Und hier vorne jetzt Essen. Hier ist fertiges Essen drin. Da habe ich ja noch ordentlich was. Und wow, hier haben Moment, wir hä, was? Rohes Essen drin. Ich habe die Truhe gar nicht angeklickt, auf einmal war die Truhe bei mir offen. Kürbiskuchen, will ich mal probieren. Mach das, schmeckt sehr lecker. Sehr nice. So, und dann gibt es noch eine einzige Sache, die... Na, zwei. Einmal noch hier die Gatter, die sind neu gemacht. Ein bisschen vergrößert einfach. Ja, die ganzen Gehege, ihr seht das. Ich finde, da sollte noch ein bisschen Gras drin stehen. Vielleicht sogar ein Baum oder zwei. Ja, dass ich die Tierchen ein bisschen unterstellen kann. Das ist halt erstmal nur, damit wir sie vermehren können. Ich überlege gerade, vielleicht sollten wir so richtig was Stallungsmäßiges noch bauen. Nichts einsammeln. Wow. Fuck. Ja, Ich kill alles drumherum, aber ich passe auf. Wobei, ja, ich habe eigentlich nichts Spannendes beigehabt. Ist eigentlich Wumpe. Naja, eine Diamantaxt oder Hacke sehe ich da gerade. Dieses Dreckswetter, ne? Ja, damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Das ist ein bisschen doof. Ihr seht hier, Kaisi hat noch was anderes angefangen zu bauen. Genau. Das hier ist der Aufgang für einen Tempel. Genau, und zwar, ich sammle hier gerade noch einmal alles ein. Weißt du, ich habe hier vorhin gerade noch, vor der Aufnahme, hatte ich hier noch den Boden so ein bisschen eben gemacht. Weil das explodiert hier schon wieder alles. Genau, und jetzt ist hier schon wieder Rambazamba. Da ist noch eine Spinne. Ach, hi. Genau, also ich habe hier mir geplant, einen großen Tempel zu bauen. Noch bevor er sein Haus baut, wohlgemerkt, liebe Leute. Der wird gewaltig. Ja, ich brauche immer große Aufgaben. Pompöse. Genau. Wobei, und das du Ganze hast doch auch soll... damals diese dicke Kathedrale gebaut, ne? Ja, genau. Das Ganze wird so breit wie hier, diese abgesteckten Felder, auf der anderen Seite auch. Und das Ganze wird quadratisch. Das heißt, so breit wie das jetzt ist, wird es auch lang. Das ist ein. Das wird was mit den Ressourcen, hey. Richtig, also abartig. Ich brauche für das Dach zum Beispiel, habe ich mir gedacht, möchte ich Ton haben. Ui. Hier ist mein Ausguck. Ton zu kriegen wird richtig schwer. Das, was da vorne an den Sockeln ist, zum Beispiel, habe ich jetzt mit Birkenholz gearbeitet. Über den Säulen. Und das soll später Sandstein werden.
Ach, das, noch. Ja, genau. So, okay. Ja, also das wäre so einmal das, was in letzter Zeit passiert ist. Ah, da ist ein Creeper bei den Kühen drin. Links von dir. Oh Gott. Das war scheiße. Ich habe keine Zäune. Warum sind hier so viele Schafe draußen? Oder sind die einfach... Ach, die scheinen hier einfach gespawnt zu sein. Wahrscheinlich, ja. Was ist denn hier los mit den ganzen... Oh, ich hasse es, wenn das so scheiß Wetter ist. Ja, guck mal, ich merke gerade, auf den Kuhdingern, da fehlt so ein bisschen die Beleuchtung. Ja. Okay, also hast du ein gutes Schwert? Ja, ich habe ein Steinschwert gerade. Dann baue ich mir jetzt erstmal ein Stahlschwert und versuche diesen... Warte, wir haben goldene Schwerter in der Box, ich hole die kurz. Machen doch keinen Damage, oder? Die goldenen? Doch, die machen gut Damage, glaube ich sogar. Ich bin der Meinung, die machen mehr als eiserne Schwerter, aber sind relativ schnell kaputt. Also Steinschwert hat plus 5 Schaden. Oh, okay, das Goldschwert, lol, ich sehe gerade, hat nur 4, da habe ich mich geirrt. Ja. Interessant. Ich habe aber ein bisschen Eisen dabei, Moment mal eben. Und Sticks habe ich auch. Ich habe einen Bogen am Start. Wir können ihn abschießen. Das dürfte vielleicht noch sicherer sein. Das hört sich gut an, doch. Ja, dann machen wir das lieber so. Kein Risiko. Eine Dingekiste gab's, ne? Warte, ich will da dabei Dinge, sein. Dinge gibt's. Eine Dingekiste. Ich bin auch wieder vorher zu nah am Hähnchengehege vorbeigelaufen, hab das ganze Eizeug aufgesammelt. Du hast eine Kuh getötet. Ja, jetzt. Du weißt auch, wo gehobelt wird und so. Ja. Okay. Ich habe Fackeln dabei. Ich setze jetzt mal ein paar auf die Zäune drauf. Zumindest wenn die Kühe mich lassen hier. Kühe. Du weißt doch, früher war ich auch Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich find's so toll im Übrigen, dass die den Witz in irgendeiner ja genau, beim Quent-Spiel haben die den Witz gebracht. Ein Enderman. Kühe hinter mich, ich beschütze euch. Ist er weg? Wenn ihr nicht gerade... Echt mal Monsterparade hier. Ja. Ja, also wir sollten hier irgendwann mit der Beleuchtung nochmal richtig viel machen, weil das ist aktuell einfach nur nervig. Ja, wie gesagt, ich hab so eine Idee. Wir könnten mit Zaunstücken am Ende von dem Kuhgehege so wie so ein Dach halt aufsetzen. Und das könnte dann so rüberkommen wie eine Stallung. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Ja, genau. Irgendwie so. Das ist cool. So, und dann noch natürlich Tröge rein mit Wasser. Dieser Bogenschütze. Oder vielleicht ein Fluss, der da durchgeht. Ich vergesse immer, was kann man mit den Eiern anfangen? Da kannst du zum Beispiel diesen Kürbiskuchen draus machen. Okay. Da brauchst du einen Kürbis, ein Ei und Zucker. Das legst du dir so in so einen halben Tetris-Stein, also über Eck. Also einen hinlegen, einen davon links und einen da drüber und dann... Mhm. Kürbis, hast du gesagt? Ein Kürbis, Zucker und ein Ei. Ich guck mir das an, weil ich meine, ich könnte die jetzt einfach weglagern, aber ich will das auch mal selber gemacht haben, ne? Na klar. Ist aber alles noch in der Essensbox, oder? Hat man noch so einzelne Ressourcen davon rumliegen? Dann guck mal drüben, da ist die rohe. Das rohe Essen ist hier drüben. Ah! Sehr schön, Kürbis. Ich zeig das nochmal hier auch. Und Zucker. Und Zucker. Zucker ziehst du einfach aus Zuckerrohr raus? Richtig. Ja. Im selben Verhältnis sogar. Gut, ich werde mal ganz kurz Kadis Ding heil machen gehen. Moment, habe ich das jetzt zufällig richtig gemacht oder war es einfach egal, wo ich es hinsetze? Ist schon einfach egal, wo ich es hinsetze. So, und dann würde ich sagen... Das war's für ein Kürbis. Flitze ich da mal hin. Okay, dann tue ich mal die Eier, die ich hier habe, ins rohe Zeug rein. Bäm, rohes Rindfleisch. Weißt du was, das tun wir jetzt einfach mal in den Ofen rein. Ja, mach das mal ruhig. Mal da auch wieder ein bisschen Fleisch auf dem Teller. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar... Beleuchtung, so. Zeug. Ah, die Zeugkiste, meine Lieblingskiste. Ja, Zeugkiste sehr am Start. Schön. Ich glaube, da war sogar nur so.
Magma-Creme. Frag mich nicht. Thomas. Fragezeichen. Moment, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube sogar, dass das so war. Findet der sowas? Im Dungeon oder was? Farbzeug? Jetzt habe ich die Schippe weggetan. Überschätze. Schönes Grünzeug. Samen. Weizenkörner. Zählt ja dazu. Passt. Okay. Ich glaube, also die Besichtigung passt ja soweit, ne? Genau, damit sind wir komplett durch. Hier noch ein bisschen Erde. Ich wollte noch kurz meine Löcherchen zumachen. Na, ein kleiner Sprinti. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge auch mal wieder ein bisschen besseres Wetter haben. Nee. Das ist Dreckswetter. Ja, das ist wirklich Dreckswetter. Ich habe auch schon überlegt, ehrlich gesagt, ob wir das Wetter mal einfach so einstellen, dass zumindest der Nebel nicht mehr da ist. Weil den find ich finde echt unglaublich nervig. Der Nebel, der gibt immer wieder so ein bisschen Atmosphäre dazu. Ich finde, das passt schon. Ja, okay. Das ist ein Survival-Server. Wir müssen da... Natürlich. Also da habe ich kein Problem mit. Wir sind nicht die Chiefs. Das Wetter ist der Chief. Was ist das eigentlich für ein Zaun hier bei den Kühen? Ist das Eiche oder ist das... Das dürfte Eiche sein, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ich baue den Kühen mal so ein Überdach so ein bisschen. Mach das. Vielleicht geht das über ein Drittel quer rüber. Aber weißt du was, das könntest du in der nächsten Folge machen. Ganz genau. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Folge damit verbracht, euch das zu zeigen, aber das ist vielleicht auch ganz gut mal hin und wieder. Genau. Genau. Sehe ich auch so. Also Freunde, Dankeschön fürs Reinschauen und bleibt auf dem Laufenden. Bis bald. Ciao. Tschüssi.